damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed Black Flag. Und wir sind in dem tollen Anwesen, was wir ja vor einigen Folgen nicht betreten konnten. Aber jetzt nehmen wir die Beine mit. Moinsen, komm mal her. So, gucken wir mal gerade wegen Schlafpfeile. Wie sollen die ja mit Schlafpfeilen arbeiten? Intruder, need some help here. Get the intruder. After it, hurry. Got to line up, dog. I think I can hit him. Da hat er mich nicht. Was will ich? Ich geh doch hoch wieder! Alter! Ah, was ist denn da? Alter. So, meine Fresse. Jetzt habe ich umsonst zwei Feinde verbraten, oder was? So. Lass mal gucken, da unten steht einer. Komm ich bis zu dem? Ach, jetzt sowieso nicht. Scheiße. Ich gerne mitgenommen, die Typen. Oh, der ist unter uns. Gerade gucken, ob ich hier doch irgendwo zwei Leute finde. Da unten. Keine Sorge. Ja, du sollst eigentlich wieder hochgehen. Die sollte natürlich auf die Fresse zauen. Komm ich da so weit ran? Natürlich nicht. Durch die optionalen Ziele? Sacker 5 probieren. Wieso? Okay, was? Naja, wie auch immer. Egal. Alter. Na gut, machen wir es trotzdem erstmal weiter. Ich muss ja hier irgendwie rein jetzt. Na? Hier wäre auch die Kiste. 7 von 18 Truhen.
Was ist denn hier hin? Ist hier draußen, oder was? Das unter uns? Kann das sein? Scheinbar. Ich wollte dich eigentlich kurz mal eben... Warte mal, ich hole mir mal kurz ein bisschen was zurück hier, was ich haben wollte. Na, da liegt da welche. Wenn ich schon mal hier unten bin, dann kann ich auch mal kurz... Da liegen noch welche. So. Hier unten irgendeinen Sinn? Nee, hat das nicht. Warte mal, wohin könnte der Typ sein? Wo könnte der Typ sein? Der muss ja da oben irgendwo sein. Muss ich echt... Ich kann nicht was... Nee, warte mal. Den habe ich ja hier schon. Oder? Ja, ein bisschen Kohle eingenommen. Nicht viel, aber etwas. Das ist doch irgendwo ein Sinn da. Aber wo sind die Schüsse? Feinde sind da unten. Hey, das ist nicht unten, oder? Da unten ist einer. Ja, ja, bleib mal stehen, Kollege. Alarm! Alarm! Warte mal, ist noch eine Tür. Na gut. Wo willst du denn jetzt hin? Das war jetzt gerade gar nichts. Das ist natürlich total toll, dass jetzt eigentlich ein paar Feinde auftauchen, die eigentlich jetzt... Sollte, also man sollte aber kommen, ist mir wurscht, dann habe ich ein bisschen Ruhe. Da ist der. Also ein Feind zumindest. Du bist da. Noch nicht mitgeschnitten, ne? Dann war das jetzt der letzte Tag. So. Aber irgendwo ist noch einer. Den ich aber noch nicht mit... Und ich weiß, wo der ist. Und 25 Real ist nicht viel. Aber haben oder nicht haben? Habe ich hier raus überhaupt? Der kann der sein. Ich geh jetzt oben, ne? Noch ein höher.
Ich wollte eigentlich nur eins hoch. Du solltest... Edward! Geh einen Schritt hoch! Du solltest eigentlich nur ein Stockwerk hoch! Eddie! Mein Freund, du sollst mal ein Stockwerk... Du sollst bitte mal ein Stockwerk hochklettern. Kann ich da nicht hoch? Wieso nicht? Ach, da ist doch ein Feind, oder was? Nö, das ist Laurens Prinz. Das hat er gar nicht mitgeschnitten. Was hängst du über mir wie eine lüsterne Krähe? Willst du mich leiden sehen? Du hast selbst nicht so wenig Leid verursacht, Meister Prinz. Vergeltung, schätze ich. Ihr törichtes Lumpenpack und eure prätentiöse Philosophie. Ihr lebt in der Welt, aber ihr lenkt sie nicht. Du missverstehst mein Motiv, alter Mann. Ich bin nur auf das Geld aus. So wie ich, Junge. So wie ich. Das hat er gar nicht mitgeschnitten, dass wir noch da waren. Ich muss aber zugeben, dass ich ihn auch nicht so wirklich mitgeschnitten habe. Achtung, Kenway! Ich hab deinen Mann! Ich erkenne dich. Der Templer aus Havanna. Ich bin kein Templermann. Das war nur Täuschung. Wir sind hier, um dich aus der Sklaverei zu retten. Mich retten? Ich arbeite für Mr. Prinz. Jetzt nicht mehr. Dann ist er ein erbärmlicher Master. Er hatte vor, dich an die Templer zu verkaufen. Man kann auch wirklich keinem mehr trauen. Das sowieso nicht. Robert! Oh, geil. Freunde! Hallo! Oh, die Paar. Geh mal weg, Katze. Danke. Warte mal kurz. Ich müsste jetzt hier gucken, dass ich hier erstmal wieder rauskomme aus der Nummer. Gucken, was wir ein Ziel haben. Er ist nicht getting through. Moin, 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 moin. Hallo. Nee, willst du nicht? Alter, die haben uns ja gerade... Hau ab damit. Oh, Alter. Oh, Alter, wie viele sind das? Hau weg. Ich muss jetzt gerade aus der Nummer raus werden. So, jetzt sind wir gerade ein bisschen raus aus dem Ding. Muss hohes Gras finden. Das klingt jetzt relativ easy. Das ging jetzt sehr, sehr einfach. Jetzt müssen wir wieder da zurück, weil wir müssen ja James Kidd wieder treffen. Krass. Hätte ich nicht gedacht, dass wir da jetzt so einfach wieder... ist ja... Warte mal. Luke, das ist immer ein bisschen schwierig, den Weg zu finden. So. Perfekt. Hast ihn wieder verloren, was? Nein. Roberts ist ein Teufel mit sehr fragwürdigen Umgangsformen. Dann habe ich heute zwei Männer verloren. Also. Wie heißt du wirklich, Mädchen? Jetzt erfahren wir es wirklich. Mary Reed, für meine Mom. Und auch für meine Freunde. Aber kein Wort zu irgendjemand. Sonst entmanne ich dich auch noch. Hm. Und
Mary Reed. Und damit sind wir fertig. Die Mission unbemannt. Wir haben leider keiner, die beiden allerdings nicht, die beiden optionalen Ziele nicht. Aber die habe ich auch ehrlich gesagt gar nicht mitgesehen. Habe ich gar nicht gesehen. Ich habe auf Stopp gedrückt, die gar nicht mitbekommen. 1000 Real bekommen wir dafür. Cool. Ja, und damit haben wir tatsächlich auch alle Zonen ihr wisst, was ich meine. In Kingston. Wir haben natürlich noch einige Sachen zu erobern. Wir haben ja auch die ganzen Sachen hier noch zu machen. Haben wir überhaupt eine Hauptmission? Ja, doch, da unten wird ja eine Hauptmission angezeigt, klar. Wo müssen wir überhaupt hin? Wo müssen wir überhaupt hin für die nächste so wichtige Mission hier? Ich meine, ich könnte jetzt natürlich sagen, ich mache jetzt alles komplett an einem Rutsch nochmal, aber hier müssen wir hin auf jeden Fall. Nach Nassau. Okay. Weitere Hauptmission ist in Nassau. Okay, okay. Dann. Ja, wisst ihr was? Wir müssen jetzt nicht unbedingt alles einzeln machen. Wir machen jetzt erstmal die Hauptmission, um so ein bisschen weiterzukommen oder durchzukommen. Weil natürlich würde ich jetzt sagen, ich mache jetzt die ganzen anderen Dinger da noch und hast du nicht gesehen. Und dies und das und jenes. Aber. Wir reisen erstmal nach Nassau. Noch ein? Ein Rumpflip diesmal. Und wo soll ich bitte frische Eier in diesem Loch finden? Hier gibt es kaum mehr als Pisse und Insekten. Hi, wir arbeiten dran. Werte Lady, sagt, wie nennt man euch? Anne, wenn Sie nüchtern sind. Und später Kanaille. Doch niemals Lady. Nun, gütigste Anne, ich... Ein Eimer Scheiße, habt ihr mich gehört? Ein Eimer beschissene Scheiße! Das ist ein Trick, um uns einzuwickeln, bevor sie Nassau angreifen. Ihr werdet sehen, merkt's euch. Das ist kein Trick, Wayne. Ich habe es direkt aus dem Mund dieses Bermuda-Hauptmanns. Es gibt ein Generalpardon für alle Piraten, die sich stellen. Trick oder nicht, es ist wohl klar, dass die Briten nach Nassau zurückkehren. Und nicht ohne Waffen. Wir brauchen einen Plan. Komm mit uns, Kenway. Da braut sich was zusammen. Jo. Wohl so einiges. Und ich glaube, wir sind schon mitten in der Mission drin, würde ich sagen, fast glauben. Bin ich jetzt richtig? Ja, scheinbar schon. Dann würde ich sagen, das gehen wir dann in der nächsten Folge an.